Ich bin Jahrgang 1979, habe 1999 Abitur gemacht und dann in Göttingen Forstwissenschaften und Waldökologie studiert. Ungefähr seit meinem 16. Lebensjahr beschäftige ich mich anfangs nur mit Ahnenforschung, dann aber auch mit Heimatgeschichte bezogen auf meinen Heimatort Wagenfeld, weil es mich besonders interessierte, wie die Lebensumstände und Verhältnisse meiner Vorfahren waren. Und darüber hinaus bin ich dann von meinen eigenen Vorfahren auf im Grunde die gesamte Wagenfelder Bevölkerung und die Umstände und Zusammenhänge hier im Ort gekommen. Ich habe mich so sehr in die Thematik reingekniet, dass ich angefangen habe, in der lokalen Zeitung hier oder in anderen lokalen und regionalen Blättern Artikel zu veröffentlichen. Und dann wurde ich 2003 von unserem damaligen Bürgermeister gefragt, ob ich nicht dazu bereit sei, das Wagenfelder Gemeindearchiv zu betreuen. Dazu muss ich sagen, zu der Zeit gab es noch gar kein Archiv. Was an Archivalien vorhanden war, und es war nicht sonderlich viel im Original, stand in Kartons beim Bürgermeister auf dem Dachboden. Und zu der Zeit wurde das Archiv, das Gemeindearchiv Wagenfels, wie wir es heute haben, gerade erst begründet. Das befindet sich im Obergeschoss des einstigen Herrenhauses Auburg, des früheren Gutes der Gemeinde Wagenfeld, und dort habe ich das Archiv eingerichtet. Das heißt, ich habe alles, was vorhanden war, in Kartons bekommen, in einem heillosen Durcheinander, geordnet, eine Ordnungsstruktur hineingebracht und vor allem über die Jahre seit 2003 auch einen ganz großen Bestand aus meiner eigenen Sammlung, also mehrere hundert Bücher, viele tausend historische Fotos, die ich gesammelt habe, und eine große Menge an Genealogien der Wagenfelder Familien und Kopien von privaten Akten dort ins Archiv eingebracht. Ich habe bereits 1999, 2000 eins geschrieben, das würde man heute wahrscheinlich eher als Broschüre bezeichnen, über die Geschichte der Kirchengemeinde. Habe ich im Rahmen meines freiwilligen sozialen Jahres, das ich hier in der Kirchengemeinde absolviert habe, gemacht. Dann folgten in den nächsten Jahren Bücher über die Geschichte der jüdischen Gemeinde, über Kapitalverbrechen in Wagenfeld, über den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen und über die Geschichte des Gutes und Schlosses Auburg und die freiherrliche Familie von Kornberg als Bücher. Und ansonsten seit einigen Jahren in jedem Jahr eine sogenannte Heimatfibel, herausgegeben von der Firma Friedrich Lüttfugt in Wagenfeld. Ich schreibe sie und suche mir dann immer unterschiedliche Themen in Form von Monographien aus, also ein weiter Bogen gespannt über Arbeitswelt, Bauernhäuser, die Beinamen der Wagenfelder Familien, Geschichte von Bränden und Brandbekämpfung, Ernährung der ländlichen Bevölkerung, Jahresfeste, familiäre Feste, Mühlengeschichte, Gaststätten und im letzten Jahr über die Heuerlinge. Reinweg immer bezogen auf den Ort Wagenfeld. Yeah. Einen sind meine Vorfahren sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits über mehrere Generationen Heuerlinge gewesen. Zum anderen ist das eine dieser Thematiken, die ich mir im Zuge meiner Archivtätigkeit schon vor Jahren vorgenommen hatte. Ich hatte einen sehr enges und freundschaftliches Verhältnis zu unserem Ehrenbürgermeister, der im vergangenen Jahr mit 96 Jahren gestorben ist und der ein sehr profundes Wissen über die Wagenfelder Familien und Haushalte hatte und dem ich immer alle Fragen stellen konnte. Wir haben uns über 15 Jahre brieflich ausgetauscht und der konnte sich zum Glück aus seiner Jugend, die ja
bereits in den 30er Jahren begonnen hatte, an so viele Heuerhäuser und die dort lebenden Familien erinnern, dass er mir zum Glück alles, was er noch wusste, aufgeschrieben hat. Und ich habe es dann weiter vervollständigt, indem ich auf die Suche nach Fotos und Informationen über diese Familien und aus diesen Familien gegangen bin. Im Grunde ist sie ja hier nicht großartig anders als in anderen Gegenden Nordwestdeutschlands. Das Heuerlingswesen entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert, bedingt dadurch, dass die Abwanderung der wachsenden ländlichen Bevölkerung in die Städte gebremst wurde, weil der Handel nicht mehr so florierte wie zuvor. Und es entwickelte sich ein Rückgang der Naturalleistung hin zu barem Gelde. Das heißt, die Grundherren benötigten mehr Geld, dadurch benötigten auch die abgabepflichtigen Bauern mehr bares Geld. Und so waren sie im Grunde gezwungen, eine Einnahmequelle über ihre Landwirtschaft hinaus zu finden. Und das konnten sie anfangs dadurch erreichen, indem sie Gebäude zu Mietzwecken vermieteten. Das waren in erster Linie bereits bestehende Gebäude, wie zum Beispiel Backhäuser oder Speicher, Scheunen oder auch Windmühlen. Also alles lässt sich hier in Wagenfeld belegen. Dann fand eben der Betrieb der Windmühle um die darin wohnende Heuerlingsfamilie statt. Oder eben der Betrieb der Backhäuser. Daraus gibt es aus dem Jahre 1697 ein sehr schönes, wenn auch trauriges Beispiel. Hier in Wagenfeld ein Heuerling und seine vier Kinder sind im Backhaus erschlagen worden, als durch einen Sturm eine große Eiche entwurzelte, auf das Backhaus stürzte, es zum Einsturz brachte und die ganze Familie ausgelöscht hat. Es gibt hier ein paar Familien, deren Name darauf hindeutet, dass sie entweder Heuerlinge waren oder ein Gebäude besessen haben. Also Backhaus zum Beispiel ist ein Name, der ja von einem Bewohner eines Backhauses stammen könnte oder von jemandem, der ein Backhaus besaß. Die Beinamen, die wir hier haben, das ist etwas ganz Besonderes, offenbar explizit nur für Wagenfeld, dass alle eingesessenen Familien einen Rufnamen haben, der sich entweder von der Örtlichkeit ableitet, wo sie ursprünglich gesiedelt haben, oder vom alten Hofnamen oder vom Beruf. Da deuten manche Namen, wie zum Beispiel Schürmann oder Schürn, darauf hin, dass die Bewohner vielleicht mal in einer Scheune gewohnt haben. Vor allem, weil man es sich heute ja kaum noch vorstellen kann, welche großen Unterschiede es noch lange gegeben hat. Es finden sich leider überhaupt keine Dokumente, weder hier vor Ort noch im Staatsarchiv, aus Sicht der Heuerlinge oder aus einer Art Beschreibung der Emotionen. Man kann im Grunde nur Rückschlüsse darauf ziehen. Also zum einen hatten die Heuerlinge zwar die Gemeindelasten mitzutragen, sie hatten aber kein Stimmrecht in der Gemeinde und sie hatten kein Anrecht an der Allmende. Sie hatten auch kein Anrecht am Gemeindevermögen. Aber wie gesagt, die Steuern mussten sie trotzdem bezahlen und auch die gesamten Stolgebühren, so werden hier bei uns die Gebühren für kirchliche Amtshandlungen genannt. Gerechterweise muss man dazu sagen, dass die zwar nach der Bauernklasse gestaffelt waren, die Heuerlinge also am wenigsten für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen bezahlen mussten, aber bezahlen mussten sie. Und es fällt auf, dass gerade Heuerlinge ganz besonders oft privat beerdigt wurden. Das ist ein Zusatz im Kirchenbuch, der bedeutet eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Gesang und ohne Geläute. Im Grunde genauso ambivalent, wie das menschliche Zusammenleben immer ist oder schon immer war. Also zum einen gab es Verhältnisse, in denen
es sehr gut lief und man sehr gut miteinander auskam. Und sogar heute, so ist das bei meiner Großmutter, die immer noch Kontakt hat zu der damaligen Hoferbin des Hofes, wo mein Großvater geboren wurde. Und das Heuerlingsverhältnis ist schon 1954 beendet worden. Die beiden alten Frauen verkehren aber immer noch miteinander. Das ist ein Beispiel für ein sehr gutes Verhältnis. Nun gibt es allerdings auch welche, die funktionierten eben, weil man voneinander abhängig war, und andere funktionierten nur, weil sie funktionieren mussten, sodass deutlich zu spüren war, dass der Bauer oben stand und die Heuerlinge unten und zu tun hatten und zu arbeiten hatten, wann und wie er das wollte. Ansonsten er mit Kündigung des Heuerhauses drohte. Und es ist eins dieser interessanten Beispiele, dass noch in den 40er Jahren zum Beispiel solche Standesschranken in den Köpfen mancher Bauern existierten, dass beispielsweise eine alte Großmutter, die fast 90 Jahre alt war, nicht zur Hochzeit ihres Enkelsohnes, der der Anerbe des Hofes war, kam, aus Protest darüber, dass er die Tochter eines Heuerlings heiratete. Sie selber blieb der Hochzeit fern und ließ sich am Hochzeitstage von ihren eigenen Heuerleuten zum Mittagessen einladen.